Der Garten ist endlich abgeschlossen. Heißt es aber Käsejagd, weil der Käsejagd haben wir erstaunlich wenig bisher erst. Deswegen gehen wir mal bei der Käsejagd ins Badezimmer. Finde den Käse! Weiß nicht, hatten wir es da schon mal probiert? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja, ne? Weil wir hier immer am Anfang Schaden nehmen, ne? Also wir haben hier ein Käsestück auf der Toilette, dann da in der Mitte. Oh mein Gott, da ganz oben. Ich zähle 3. What the hell? Okay, ich zähle bisher 3. Geh mal weg da, Tasse. So, Entschuldigung, aber das musste sein. Kommt man da irgendwie rüber? Oh, scheiße. Ja, ganz vergessen, ich habe da ja jetzt wieder Grip, wa? Ich denke mal, irgendwo in der Badewanne vielleicht noch ein Teil oder so. Ich muss mal gucken. Finde den Käse. Oh, das ist aber auch echt ein Kacklevel, ne? So, mal irgendwie schauen, dass wir den so aufmachen, dass wir rüber können. Oh mein Gott. Mit dem Käse, mit dem Knäckebrot darf ich ja hier nicht so wild sein. Und das hat auch echt einen Kackgrip, Alter. Oh. Ja gut, dann fallen wir da halt jetzt erstmal runter. Ich weiß nicht. Ich bleibe jetzt mal am Boden. Ich meine 87%, ich will es ja nur schaffen. Ne? Es geht nur ums Schaffen. Das ist mir definitiv das Wichtigste. Okay, 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 ganz ruhig. Huch. Also, ne, für Leute, die das vielleicht nicht selber spielen, das Knäckebrot zu steuern ist was ganz anderes als das Toast, ne? Das glaubt man vielleicht nicht. Hallo, also ein bisschen können wir dabei, finde ich. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, die ganze... Wir müssen eigentlich über die Wand gehen. Ich glaube, das hilft alles nichts. Ja, toll. Na, man darf da nämlich nicht einfach so gegen die Wand ballern. Sondern muss da leider ein bisschen chillen. Okay, gut. So, was ist, wenn wir jetzt aus Versehen den Deckel zumachen? Haben wir dann verschissen? Ich befürchte es, wa? Also, Deckel nicht zumachen. Oh, das dürfte jetzt aber sehr... Nein. Nein! Scheiße. Hat man es dann echt verschissen? Ja, ich nehme mal an. Oh, wow, 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 wow. Okay. Mist. Scheiße. Na gut. Überhaupt ist der Anfang eh einfach nur scheiße. So. Ich lasse mich da einfach reinfallen. Alles andere ist mir zu blöd. Dann gehe ich jetzt wieder über den herkömmlichen Weg. Hier mal ein bisschen Platz machen. Okay, sehr schön. So weit, so gut. Ich erinnere mich, wir haben bei den anderen Käselevel auch sehr lange gebraucht. Was, ich sollte es zwischen den Scharnieren des Deckels durchquetschen? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Ich glaube, dass man einfach verschissen hat, wenn das passiert.
Oh Mann, alleine darüber zu kommen ist doch schon die Hölle. Eieiei. Kann ich nicht irgendwie versuchen? Boah, ey. Das Teil geht bei jedem kleinen Scheiß kaputt, ne? So, jetzt spüle ich mich einfach runter, scheiß drauf. Wir sind bei 50% angekommen. Oh, wenn ich da reinballer, dann komme ich nicht mehr raus, oder was? What the? Hallo, spült mich jemand runter? What the fuck? Ich bin... Hallo? Ach du Scheiße. Ich habe das sehr dumme Gefühl. Ich komme hier nie... So, einmal zum genauen Angucken. Die Detailtreue dieses Toasts können wir uns jetzt hier ganz genau angucken. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus. Kacke! Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hänge im Klo fest. Ja, du hast nicht auf mich aufgepasst. Bäh, sagt sie. Bäh. So. So, ob das natürlich jetzt so klug war, ist es mir egal. Ich probiere das einfach aus. Vielleicht ist es auch einfach, bin ich nicht geschaffen dafür. Nein. Ah, jeder Fehler wird einfach so knallhart bestraft. Warum denn die ganze Zeit darüber? Man, ich muss doch mal... Hallo Kamera, boah. Ich entwickle gerade so einen harten Hass auf dieses Spiel. Ja, ja, ja! Ja, komm schon. Rüber da jetzt. Ja! Warte, 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 warte. Ich muss hier nur mit wieder... Gefühlt hänge ich schon wieder fest. Alter, ist das euer Ernst? Jetzt hänge ich da wirklich unter der Scheiß... Ich hab's erste Teil. Ich hab das erste Teil. Komm, jetzt bitte lass mich hier nochmal irgendwie raus. Bitte, bei Gott. Danke. Oh, ich hab das erste Teil, danke. So. Dum, dum, dum. Ja, komm. Ja, mit ein bisschen Schwung. Okay. Also zwei Teile kriegen wir auf jeden Fall hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn natürlich, wir sauen uns ein. Oder machen uns kaputt. So, wir haben jetzt... Boah, die Physik macht mir schon wieder mein Toastbrot kaputt. So wie damals, beim allerersten Mal, als wir das gespielt haben. An diesen Moment erinnere ich mich nur zu gut. Was, ganz da oben haben sie auch eins hingepackt? Oh mein Gott, und da auch. Ach, ihr seid doch gestört, Mann. Okay, ganz ruhig. Das schaffen wir. Wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht, ne? Ja, der Run gerade war ein Griff ins Klo. Das kann man wohl so sagen. So, ganz ruhig. Weil ich glaube, die beiden holen und dann einfach über die oberen Wege. Das könnte klappen. Jetzt bitte bloß nicht da irgendwie dazwischen fallen oder so. Schön über die Seife rutschen. Und Teil 2. Es wird besser. Jetzt noch das Shampoo eliminieren. Oder als... Ah,
Hair and Shoulders Shampoo. Ich hasse dich. Fuck you. Ich habe nur noch 37% und ich muss noch die ganz hohen Wege machen. Das wird so sehr gar nichts. Oh, scheiße. Kann die Quietschente mal ganz kurz auf die Seite so? Weil die tötet mich da auch gleich wieder. Ich sehe das doch kommen. Ich kenne doch das Spiel. Nein, 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 nein. Festhalten, 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 festhalten. Das Schlimme ist, die drei schwersten kommen halt jetzt. Das ist nicht so geil. So, wie komme ich da jetzt am günstigsten hoch? Einfach mit Schmackes hochlaufen. Ja, das ist immer so relativ, aber wir probieren es mal. Das sieht erstaunlich gut aus. Das sieht erstaunlich gut aus. Okay. Props to myself, das war Nummer 3. Gar nicht so schlecht. So, aber da ganz nach oben kommen, das wird hässlich. Okay, wir probieren mal Folgendes. Ja, gut. So, ein paar Bierli haben sie auch hier im Bad. Ist ja eh klar, ne? So, ganz ruhig. Und jetzt will ich hier mit Schmackes nach oben. Und das schaffen wir nicht, weil wir irgendwie festhängen. Rüber, 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 rüber. Oh, da kriegst du echt einen Herzinfarkt. Ja, Bierli, verpisst euch mal. Schön ins Klo rein. Und, und die Blume auch schön. Schön den Abfluss. So, ich will jetzt irgendwie versuchen, da hochzukommen. Aber hochzukommen inklusive rüber. Riskant, riskant. Mein Tipp wäre gleich hier rüber versuchen. Oh, das hat geklappt. Hoch, hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das hat geklappt. Warte, 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 warte. Ich chill lieber nochmal. Nochmal nach unten, nochmal nach unten, nochmal nach unten. Nein! Oh Mann, jetzt bin ich da so gut rübergekommen. Komm schon. Das schaffen wir. Ich muss wirklich genau mittig und dann muss ich nur hoch. Das ist nicht einfach, aber möglich. Armer Brethren. Ah, die Namen waren schon immer klasse. Ich muss halt einmal wirklich perfekt mittig auf das Teil drauf. Puh, Bier ist wie Eisspray, es heilt alles. Quasi, ja. So, ich glaube, jetzt sind wir mittig, ne? Wir probieren's. Okay, ich häng fest. So viel dazu. Das ist jetzt schon wieder nicht mittig. Schnell, 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 schnell. Boah, wie weit oben ist das denn? Nein. Nein. Mann, das ist viel zu weit oben. Scheiße. Okay, so lange habe ich keinen Grip. Das ist viel zu lange. Das muss ich mit einer anderen Taktik machen. Ja, und das war's. Fuck.
Ich glaube, ich werde das jetzt ganz anders machen, weil jetzt habe ich eine Idee, wie ich den Schrank gleich am Anfang dazu benutzen kann, sag ich mal.